Jetzt tut es Bullshit. Ich lass mich. Es gibt wenige Spiele, die mich bisher geschlagen haben. Eigentlich gibt es nur ein Spiel, was mich bisher geschlagen hat, und das ist Hollow Knight. Aber irgendwann werde ich auch nochmal mit Hollow Knight abrechnen, aber zuerst finde ich mal den Shit hier. Beliebige Taste drücken. Klingt das wie beliebige Taste? Ich glaube schon. Oh, natürlich. Ich muss jetzt einmal mit der Maus klicken und dann geht's, oder was? Sekiro stirbt 150.000 Mal. Ich glaube, das ist untertrieben. Ich glaube, 150.000 Mal ist untertrieben. Und ich glaube, ich will den Boss nicht machen. Ich glaube, ich will zuerst was anderes machen. Ich glaube, ich will zuerst mal meinen ganzen Scheiß, den ich habe, irgendwie in dem komischen Tempel abgeben. Sammle 4 Gebetsperlen. Also, dass er Gebetsperlen einfach so abgeben kann, so ohne Ätz zu schlachten, ist schon. Oh mein Gott, seid ihr jetzt alle am Husten? Was ist mit euch los? Hi. Ach. わずかに淀んでいるようなしかしこれだけでは定かにはできることはあるか竜害にかかったものが吐いた血の塊それがもっとあればより詳しい調べをできます竜害にかかったものがいれば当たってみようお願いします OK Mehr hast du nicht zu sagen. Was mit dir? Rauch dir noch eine, klingt's gut. Omae-san mo kita no ka? Nigiyaka na kotte. Kann ich noch irgendwas Neues düdeln? Nein, kann ich nicht. Cool. Was soll aber zu sagen? Bushi-dono. Iran no shinpai yo. あいにくとまともじゃ。Das hast mich schon mal gesagt。流害ごときで死にはせん。Das ist so die Tod. Ich werde da nicht dran sterben. Nächstes Mal, wenn wir hier sind, liegt der Tod auf dem Boden, sabbert noch so ein bisschen an die Seite. Perfekt. Okay, cool. Typ mit Drachenfäulnis. Maybe der Typ hier hinten? Ja, zieht sie erstmal dein Schwert. Der Schrein könnte dich ja eventuell attacken. Wo hast du Drachenfäulnis oder was hast du? Du bist cursed, ne? Vielleicht zittert er trotzdem. Magst du mir eine Probe von deinem Husten geben, wenn du irgendwelchen hast? Okay. Anscheinend nicht. Gut. Gebetskasten. Die Kiste ist momentan leer. Cool. Dann gehen wir. Was sagen eigentlich meine Punkte? Ich habe wahrscheinlich keine, weil ich die ganze Zeit sterbe wie so ein bescheuerter Vollidiot. Oh, ich habe einen. Ich glaube. Für die nächsten Punkte brauche ich jeweils zwei immer. Ja, Flugparry. Ich will halt gern das hier haben. Das sind zwei Punkte und das sind wahrscheinlich dann, wenn du von unten ausgehst, nochmal zwei oder drei Punkte. Das heißt, ich müsste irgendwo fünf Punkte herkriegen. Na gut, Farmen ist immer eine Option, aber eigentlich will ich nicht farmen. Macht die Punkte, macht da die Untertitel aus.
War das nicht, das Spiel wollte automatisch die japanische Synchro? Warum nicht? Hab jetzt kein Problem mit. Reisen. Warum zeigt er mir hier? Ach so, weil ich hier raste. Okay. Eigentlich will ich hier hin. Eigentlich will ich hier hin. Und ich glaube, der Plan ist zuerst, dass man die Memory fertig macht und dann weitergeht. Der Weg hier ist nicht so weit. Der Weg hier hält sich sogar an Grenzen. Von da bin ich gekommen. Wir gehen hier voll YOLO. Ich habe gerade auch voll Bock auf YOLO. Let's go, Motherfucker! Juicy. Warum ist heute alles so laut? Habe ich irgendwas lauter gestellt? Wie habe ich aus? Irgendwie ist das Game heute lauter. Um einiges lauter. Hast du die Google Stadia an? Ja, habe ich gesehen. Interessiert mich dezent. Allerdings nicht wirklich. Machen wir mal so. Schon besser. Hoppa! Fucking Bogenschützen! Ich schwöre, Bogenschützen sind das Schlimmste in diesem Spiel, mit Abstand. Okay, ich kann da nicht blöd reinraschen, weil der Axtteil nicht einfach zu viel aushält. Shit. Bogenschützen sind meine liebsten Freunde in diesem Spiel. Ich komme gleich wieder. Ich muss mal eben deinen Bogenschützenfreund da hinten liebevoll das Schwert in den Rachen stechen. Komm mal her. Dankeschön. So, jetzt können wir uns um euch kümmern. Was ist los hier? Next. Blocken ist für Pussys. Haben wir es dann? Gut. Naja, das Ding ist halt mit Google Stadia, wie viel soll der ganze Shit denn bitte kosten? Alter, das ist schon mal das eine, was mich interessiert. Und weiß ich nicht. Als ob hier nicht irgendwie Secret Entrance ist oder so. Achso, hier sind ja noch Typen drin, ne? Hallo? Sind wir zu Hause? Oh. Na. Anscheinend nicht. Gut. Moshi Mosh. Keiner da, hä? Huh? Ich meine, gut, Heilung haben wir auch nicht mehr, oder? Haben wir ein paar Pellets? Wir haben gar nichts. Beruhigend. Mein Reba hat das auch noch auf Cooldown. Liebevoll. Okay, du hältst erstmal die Füße still. Ich weiß, du bist der dicke Stecher, der hier unbedingt alle niedermachen will, aber so funktioniert das nicht, mein Freund. Wir müssen zuerst mal hier sachgemäß ein bisschen aufräumen. Step 1. Den Typen hier heimtückisch niederschnetzeln. Und den Kollegen da auch. So, wandert alle? Das waren alle. Schlurp. So, ich habe es gestern irgendwie geschafft, die hier auf Range zu pullen.
おいちょー。So, den anderen kann man auch irgendwie auf Range pullen. Ja, wo sind deine Freunde? Kommt keiner, hä? Ja, halt deine Fackel oben. Alles gut. Ihr könntet ja mal ein paar Kügelchen fallen lassen, wenn ich mich heilen könnte. Das wäre halt so toll, ne? Aber nein. Nein, 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 nein. Das ist zu einfach. So, und wenn du jetzt richtig stehst... Oh ja, der kommt auch noch. Natürlich ist es ein Bogenschütze. Der vor jetzt... Natürlich schießt der vor den Felsen, Alter. Dein Ernst. Hier. Fang. Fang. Knapp. Und damit habe ich die Dicken geaggrot. Nice. Hey du. Ja, 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 lalalala. Okay, let's go. Geht's dir gut? You're on fire. Autsch. Nicht gut. Verdammte Scheiße. Die Frage ist halt, kann ich die Grabs von ihm countern? Ist das ein Grab? Kann ich die einfach parieren? Müsste ich mal ausprobieren. War wohl nichts. Och, gewöhn dich dran. Gewöhn dich dran. Das sucht wahrscheinlich den Rest des Streams nicht anders aussehen. Außer, dass ich mir jahrhundertelang... Ja, natürlich. Meinen linken Zeh hast du getroffen, du Arsch. Weil ich bin nicht gut in diesem Spiel. Obwohl, das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass niemand gut in diesem Spiel ist, weil man in diesem Spiel einfach nicht gut sein kann. Außer du bist irgendwie, weiß ich, so Parry-Meister hier so. Wie gefällt dir das Spiel bis jetzt? Gar nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich hasse das Spiel bisher. Ich finde es extrem schlecht designt. Bis jetzt ist es auf einer Stufe mit Dark Souls 2 Scholar of the First Sin vom Schwierigkeitsgrad her. Weil der gesamte Schwierigkeitsgrad besteht daraus, dass man sinnlos von irgendwelchen Adpacks angegriffen wird, während jeden Bossfights. Und das gesamte Gameplay besteht aus Weglaufen und Angreifen. Aber danke, Yami, für den Zap. Bisher finde ich das Spiel nervtötend. Ich meine, look at this shit. Greif halt einen Mob an und mach das dann hier hinten, bis der Mob kommt. Weglaufen und angreifen hört sich wie Dark Souls an. Du kannst Dark Souls so spielen, ja. Aber das hier ist basically, du spielst Dark Souls nur mit dem Bogen und stehst 3 Kilometer weg und versuchst jeden Mob einzeln zu töten. So fühlt sich dieses Spiel an. Also bisher gefällt es mir gar nicht und ich habe jetzt gestern, ich glaube, 5 oder 6 Stunden reingeballert. Gucken, wie viel ich heute noch reinballer. Ja, das ist halt auch total cool. Jetzt soll ich die da alle fighten, ja? Mit den Bogenschützen, die alle, weiß ich nicht. Ach so, du bist auch ein Bogenschütze. Ja, cool. Okay, du warst ein Bogenschütze. Der andere scheint ein Kämpfer zu sein. Ich habe kein Problem mit dem Pariersystem, lustigerweise. Ich habe... Also weiß ich nicht, parieren ist gar kein Problem.
Womit ich ein Problem habe, schlichtweg, dass ich bisher noch keinen Mob oder Miniboss oder irgendwas gefightet habe, der nicht 10 Ads hatte. Und das geht mir auf den Sack. Ich hasse die Fackeln. Oh cool, ich stehe in Flammen. Weißt du was, ich stehe nicht in Flammen, ich gehe jetzt an meinen Scheißpunkt. Hör auf, die Dinger anzuvisieren. Ich raste jetzt einfach. Hallo. Und ich finde ja nicht, dass es ein Stealth-Game ist. Das Problem ist einfach, dass die rauen Unmengen an Mobs, die dir entgegenkommen, dich dazu zwingen, Stealth zu spielen. Und das ist was anderes, als wenn es ein Stealth-Game wäre. Hey, wenn ich immer wieder zurückgehe und den Typen hier farm, dann kriege ich vielleicht irgendwann mein Level ab. Natürlich ist es der Bogenschütze, richtig? Ja, es ist der Bogenschütze. Fuck. Also es würde mich nicht wundern, wenn die nächste GDQ nicht irgendwie Prevent-Kenze hat, sondern Prevent-Bogenschützen in Sekiro. Würde mich nicht wundern, weil die Typen sind einfach nur ridiculous. Wobei die Bogenschützen geht noch. Ich glaube, die komischen Kanonenheinis, die mir gestern entgegengekommen sind, sind viel schlimmer. Na ja, gut, dass das eine Zweier-Kombo ist. Prevent Sekiro 2. Von dem, was ich mitgekriegt habe von meinem Kollegen, ist, dass das Secret Ending wohl auf einen Nachfolger anspielt. Oder wenn man das Secret Ending kennt, scheint es wohl so zu sein, als ob es eventuell einen Nachfolger geben könnte. Wie das aussieht, ich habe keine Ahnung. Ich will da selber hinkommen. Und ich bin auch der Meinung, ich komme da selber hin. Ich kann alles anvisieren, nur den Bogenschützen nicht. Warum sollte ich auch? Wie schnell lädt der überhaupt nach, ey? Der Wahnsinn. Ich meine, dieses Weglaufen und oh, darauf warten, dass die Mobs eventuell mal herkommen oder irgendwas, ist halt auch überhaupt nicht ätzend oder so. Nein. Ich will den Typen anvisieren. Den da, danke. Gut, Problem solved. Next. Ihr seht mich nicht. Dein fucking Ernst? Sag mal, seid ihr blind? Sure. Wir sollen erstmal einen Demon's Souls für PS4 machen. Oh, ich weiß nicht. Wenn das dann genauso läuft wie das Spiel hier, dann sollen sie es vielleicht einfach bitte lassen. Dann sollten sie vielleicht mal grundsätzlich darüber nachdenken, wie man Schwierigkeit in einem Videospiel herstellt. Weil die ganzen Einzelmobs sind jetzt nicht... Das Problem ist halt... Ich finde einzelne Mobs jetzt nicht relativ schwer bisher. Es gibt ein paar Mobs, wo ich definitiv Probleme mit hatte, weil ich einfach Du, weiß ich nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, 6, 7 Stunden im Spiel. Und ich habe überhaupt kein Gefühl fürs Combat-System. Weil alles, was ich mache, ist quasi angreifen und weglaufen. Und wie der mich durch die Wand gesehen hat, wüsste ich auch gern. Ich meine, mir ist es egal, was sie machen, aber das Ding ist halt, sie haben es in Dark Souls 1 doch irgendwie auch geschafft, einen Schwierigkeitsgrad hinzukriegen, der nicht daraus bestand, einfach nur sinnlos Copy-Paste-Mobs irgendwo reinzupacken. Und so fühlt sich Sekiro für mich an. Copy-Paste. Ist hier jeder Mob. Copy-Paste. Gewicht zerstört alles. Dezent, ja. Ah,
Okay, fehlt mir jetzt noch einer? Der da. Ich glaube nicht, dass Leute mit einem alten Demon's Souls glücklich wären. Das Problem ist, dass die ganze Spielmechanik von Demon's Souls relativ schlecht altert für meinen Geschmack. Wir müssen Schwertkämpfer, komm her. Ja, kannst parieren, richtig. Oh, das nervt mich so sehr. Weißt du, der kämpft hinten beim Boss rum. Mein größter Problem ist gar nicht mal das Kämpfen, sondern dass man... Ja, ich weiß noch nicht. Also ich habe definitiv auch Wegfindungsschwierigkeiten. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich jetzt hier in dieser Memory richtig bin. Oder ob ich nicht ganz woanders hingehen möchte. Gift, hä? Wie weit darfst du denn spoilern? Du kannst spoilern, so viel du willst. Bullshit. Absoluter Bullshit. Ja, das Ding ist halt, nach den 8 Stunden gestern habe ich das Spiel eigentlich schon abgeschrieben. Wow, 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 wow. Nee, 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 Freundchen. Nee, 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 nee. Hier geht's nicht wirklich weiter. Hier wartet nachdem nur noch ein optionaler Boss und vorher kannst du 3 Prothesenteile finden, die du für den Spaß hier auch machen solltest. Oh ja, ich hab's auch so geschafft. Unkultivierter Sarg. Eine Flasche voll trüben, unkultivierten Sarg. Sarg ist zum Teilen da. Dieser trübe Sarg ist eine von Ashinas Favoriten. Er hat einen reichen, vollen Geschmack. Andererseits genießt er den Ruf, einen zu schnell betrunken zu machen. Gebetsperlen! Was mich jetzt eigentlich gerade stört, ist, dass es anscheinend geskriptet ist, dass der NPC hier immer wegstirbt. Schade. Das Ding ist halt, ich würde hier halt gerne Prothesenteile finden, weil ich habe das Gefühl, Prothesenteile machen das Spiel später um einiges einfacher. Sind die Wachen jetzt auch verschwunden? Ne, die Wachen stehen da noch. Die Wachen sind so like auch. Wo ist denn der Chef hin? Oh, ich hasse die Schildtypen. Ich habe halt noch nichts gegen die Schildtypen. Habe auch schon gesehen, dass der NPC dabei lebt. Oh, okay, da war ich gerade einfach nur unlucky. Aber hey, Progress. Komm halt her!
Und das Ding ist, da sind nämlich jetzt zwei Schildtypen. Kann ich die einzeln pullen? Ah, die bewegen sich eh keinen Millimeter. Das Problem, was ich hatte, habe ich versucht, an die ganze Sache relativ logisch ranzugehen. Das sind doch Holzschilde, oder? Die nerven einfach nur, weil die ganze Strat für die ist die hier. Das ist die Strat für die Schildtypen, wenn du nichts dagegen hast. Und das ist nervig. Ist total Spaß. Kann ich nur jedem empfehlen, dieses Spiel. Das Beste, was ich je gespielt habe. Überhaupt nicht lächerlich. Guck mal, wie der den Kopf hält, Alter. Der hat auch schon keinen Bock. Der versucht sich selbst das Genick zu brechen. Oh! Ein Opening! Das ist der Wahnsinn. Habe ich noch irgendwas an Heilung? Nö. Ein bisschen Öl trinken. Oder auch nicht. Okay, haben wir es dann jetzt? Da ist was? Achso, das ist der Weg nach da. Okay. Guten Tag! Du bist tot, das war ich nicht. Ist hier irgendwas? Vielleicht irgendwas an der Wand? Sneaky? Boo! Nix, okay. Das sieht aus wie ein optionaler Boss da in die Richtung. Ah. Wir schleichen hier rum. Löschpulver, neat. Ich höre den doch. Okay, der eine spazwandert und der andere macht gar nichts. Ist das Schildheinus oder was sind das? Oh, ganz normale Schwerter. Futter. Weiter mal! Spice, Motherfucker! Ich hab viel zu viel Spaß mit so einem Blödsinn. Hi! Wo ist das denn hier? Okay, Kügelchen, nice. Mein Gott, mach doch nicht so einen Krach hier. Öl ist nice. Das war so klar. Das war die zweite Wand, die ich davon gesehen habe. Noch ein Reichtumsballon, noch ein Geldbeutel. Okay, watschen wir doch zuerst mal hier lang. Göttliches Konfetti. Party. Oha. Nice. Gebetsperren sind immer nice.